Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir wollen mal wieder eine weitere Gen 4 Entwicklung machen. Dazu wollen wir aber hier erstmal die Belohnung abholen, den Feldforschungsdurchbruch. Wir können es jetzt ganz geschickt machen und einfach auf den Trank tippen, damit wir das Pokémon nicht fangen müssen. Aber wir tippen trotzdem mal auf das Pokémon, was hier drin ist, um zu schauen, was sich dahinter verbirgt. Und da ist es um 11, denn gleich muss ich aufstehen. Ein Vulcano hätte shiny sein können, ist es leider nicht. So, blamier mich nicht, das tüt mal jetzt ein und dann sind wir auch gespannt, was im Feldforschungsdurchbruch ist. Denn da können ja jetzt auch die Regis drin sein, Regi-Eis, Regi-Steel, Regi-Rock. Habe ich schon alle, manche haben sie noch nicht, die freuen sich natürlich. Auf den Zweit-Accounts wären die cool, da kann man sie die sich nämlich wieder rübertauschen. Und vielleicht bekommt man dann natürlich auch einen Lucky, denn als Lucky will man die jetzt auch haben. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, denn die werden ja sicherlich auch nochmal in die Raids zurückkehren eben, wenn sie dann als Shiny-Version eingeführt werden. Und es ist wieder mal ein Raikou mit 1436. Raikou eigentlich richtig geniales Pokémon. Habe ich, glaube ich, aber nur ein 98er damals bekommen in den Raids. Habe das hochgezogen. Aber kann man nie genug haben, auch für PvP. Kann man den mal mitnehmen. Kann ja jetzt, glaube ich, auch Spukball. Ich habe noch keins mit Spukball, denn da müsstet ihr auch eine zweite Attacke hinzufügen. Ansonsten reiner Elektroangreifer natürlich. Mal gucken, wie viele Versuche wir jetzt wieder brauchen. Da können wir gleich den Fangtrick nochmal anwenden. Für die Leute, die den nicht kennen, immer schön den Kreis einstellen. Der ist ja jetzt eingestellt und der bleibt so. Dann müsst ihr 100 Jahre warten, bis er angreift. Dann zieht ihr einmal schön so eine 8 sozusagen. Dann trefft ihr nicht in den Kreis, so wie ich jetzt. Deswegen bleibt es auch nicht drin. Aber wir geben nicht auf. Da, es greift an und wir werfen. Was ich auch gesehen habe bei vielen, das verstehe ich nicht, wenn die den Fangtrick machen wollen oder halt ihre Viecher fangen. Die nehmen immer dann die Beere, werfen sie drauf, nehmen den Ball und dann rotieren die wie bekloppt und reißen sich den halben Arm raus beim Werfen, weil die so extrem den Ball anschnibbeln und rotieren lassen. Aber im Prinzip reicht zweimal diese Bewegung, also zweimal eine Null zeichnen und dann den Ball wegwerfen. Dann curvt er doch schon, dann habt ihr einfach eine geschmeidige Bewegung, es sieht nicht so epileptisch aus. Deswegen, was will man mehr? Manche stehen da und machen und dann werfen die den Ball und dann wundern sie sich, wenn sie keine Kraft mehr im Finger haben und der Ball zu kurz fliegt. Oh, jetzt habe ich zu spät, da hat sich der Kreis natürlich verstellt und ist halt ein bisschen kleiner geworden. Aber es bleibt drin. Ja, ihr müsst den Kreis einfach nur so klein machen, dann bleibt es auch drin. Nein, Quatsch. Das wäre auch sonst drin geblieben oder nicht eben. Das hängt nämlich nicht davon ab. Wir testen noch mal kurz die Bewertung. Ah, wirklich stark. Gut, nur zweiter Satz. Leider nicht so krass. Und heute haben wir für euch, das sehen wir nämlich, da ist ein Griffel gefangen. Und deswegen werden wir uns auch mal Griffel suchen. Hab nämlich noch gar nicht so viele Griffel oder Amphiriffel oder wie das Ding dann heißt gesehen. Und was haben wir hier? 222, 1156. Boah, 1252 müsste das höchste sein. Und das wollen wir jetzt erstmal ein Stück pushen, bis wir eben nur noch zwei Pushs brauchen und melden uns dann zurück. Da sind wir auch schon wieder. Viel hat da nämlich nicht mehr gefehlt. Noch 859 Bonbons und da wird's knapp. Aber wir werden jetzt erstmal die Entwicklung durchführen mit einem Sinnoh-Stein von Griffel zu Ambidiffel, heißt das, glaube ich. Wir hauen einfach mal den Stein drauf. Da ist auch gleich die nächste Aufgabe erledigt. Und eigentlich hätte ich vorher mal die Bewertung durchdrücken müssen, ob das wirklich ein 100er ist. Und dann den Namen vielleicht auch wegmachen, dass man den sieht. Aber das seht ihr schon, da hat es zwei richtig lustige, sieht aus wie Luftballonhände, also wenn ihr in diese Einweghandschuhe, wenn ihr die immer aufblast und dann die riesen Finger entstehen dadurch. Obwohl, jetzt ist eigentlich egal. Wir machen mal kurz den Namen weg, wir geben die letzten zwei Pushs. Je
jeweils 15 Bonbons und 10.000 Sternenstaub. 2418, und da hätte die 2400 ja richtig genial ausgesehen, aber wir haben den jetzt so, wir werden ihn nochmal kurz durchbewerten, kann es mit allen aufnehmen, KP, Angriff, Verteidigung, die besten, die ich je gesehen habe. Ambidiffel, genau, und da schreiben wir die 100 auch wieder dran. So, habt ihr auch schon einen Ambidiffel entwickelt? Oder fehlt euch der Eintrag noch? Was habt ihr jetzt von der neuen Welle schon? Was habt ihr noch nicht? Und wie findet ihr das Pokémon natürlich allgemein? Schreibt es mal in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal dann einfach wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.